Jo Leute und willkommen zum ersten Eindruck von Johnny Dixon und Damon Rauch. Das ist jetzt die erste Auskopplung aus ihrem gemeinsamen Kollabo-Album KRB. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mal wieder was von den beiden zu hören. Gerade weil das letzte neue von denen ja schon ein Jahr her ist. Den Track gab es jetzt gestern schon auf Spotify und man konnte den schon auf iTunes kaufen, auf Amazon kaufen und sowas. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, extra für den ersten Eindruck. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gucken wir einfach mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall, die beiden mal wieder zu hören. Ich bin generell sehr gespannt aufs Album. Wir landen im Sack auf Bahamas, auf der Jagd nach den Bananas. Du boxst nicht durchs Leben, ich baller mich durch den Tag mit der Kalle. Sofort hier eine kleine Hommage an Damons Track Bananas. Auf den Jagd nach den Bananas, sagt er hier. Diese Szene sieht hier richtig gut aus. Die andere vor dem Auto sieht ein bisschen komisch aus. Also so ein bisschen basic. Aber das sieht hier sehr episch aus. Das haben wir schon auf Instagram gesehen hier, solche Screenshots. Auf Bahamas, auf der Jagd nach den Bananas. Du boxst nicht durchs Leben, ich baller mich durch den Tag mit der Kalle. Ich baller mit der Kalle, bei Palaba gibt es Headshot. Mach keine Welle mit deiner Software, du bist Airsoft. Du bist Airsoft, ein geiler Spit, Airsoft oder Airsoft. Ja, klingt nice auf jeden Fall. Ist gerade wieder ein bisschen ungewohnt, die zu hören, aber klingt nice. Damons Einstieg ist auf jeden Fall gelungen. Ich werde für Fame bei deinem Blasen, obwohl der Inhalt in meinem Rasen ist, als in meinem Magen, ich kann es ertragen. Ich werde bei Fame keinen Blasen, obwohl in meinem, obwohl in meinem was? Obwohl in meinen Aussagen, beziehungsweise obwohl in meinen Texten mehr Aussage ist als in meinem Magen. Ne, mehr Inhalt ist als in meinem Magen. Oh Gott, ich bin gerade verwirrt, Leute. Ich bin überrascht, okay? In meinem Magen, ich kann es ertragen. Gib ein Fick auf Schwule, Naida. Bomben explodieren, ich drück den Zünder am Kugelschreiber. So angepisst, der Antichrist leitet mich sagen Fehler, denn ich drück den Rari, bis ich irgendwann im Graben liege. Ich habe ein bisschen Verständlichkeitsprobleme. Das ist bei Damon ja eh immer so ein bisschen das Problem gewesen, aber jetzt gerade habe ich nicht so viel verstanden. Es klingt halt nice, aber jetzt hatte ich gerade Probleme. Aber die Adlibs sind auch sehr gut gesetzt. Es klingt alles halt total nice. Drück den Rari, bis ich irgendwann im Graben liege. Kriege diesen Flogger und die Batschnellmaschine. Wollten uns aus und wollen durch unseren Sound Baller verdienen. Frag uns nicht nach Freundschaften. Von Misstrauen um Freundschaften. Ich denke mal, das ist hier gerade die Bridge. Auch wieder sehr schön mit Damons Stimme gearbeitet. Vom Misstrauen und Freundschaften, wir uns einen Knall. La Kathedrale, wir wären nur der Familie. Einlass, Umgebung, nehmen wir auf. Genau für Allah. Inshallah, wir uns nicht durchsagen. Oder wir rauben die Darlehen auf. Wir reden ausgeraubt, heute nehmen wir auf. Damons Hooks sind ja immer so ein bisschen hin und her gewuselt mit Adlibs, mit vielen verschiedenen Vocals. Es ist ja immer ziemliches Hin und Her bei Damons Hooks und das klingt aber wieder richtig nice. Ich bin überzeugt auf jeden Fall, klingt gut. Jetzt Johnny wieder hier am Start. Klingt sofort ein bisschen tiefer. Immer wenn ich Cash mache, will mir plötzlich jeder zeige dann die Geldtasche. Du bist nur ne kleine Bitch, die beim Pfeifen spielt. Wie ne zerkratzte Wind auf Change Platte. Ein ganzer Haufen Fragments am Start. Voller mein Geld und das war's. Ich hab inzwischen öfter Bitches vor Augen als Ray-Ban Gesa. Wenn das Geld ruft, hört die Ich hab inzwischen mehr Bitches vor Augen als Ray-Ban, okay? Die ganze Welt zu, Digga, was denkst du? Das ist kein Bestseller, das ist mein Checkbuch. Deine Klick wird weggebannt. Immer dein letzter Cent. Jage dich und deine Bande von Berlin nach München bis über nach Köln. Wenn du meinen Namen in deinen Texten nennst, bist du ganz sicher nicht mitten im Leben, sondern am Rande der Existenz. Denn wir zerlegen die Konkurrenz, wir verpassen euch miese Hits. So lang gekämpft und die Parts generieren Klicks. Dixon, Damon, fucking genießen Biss. Dann klatschen wir wieder Tipps. Die haben es halt echt total flowmäßig drauf. Die haben sich flowmäßig beide gut gesteigert. Johnny hat auch wieder total gut sich gesteigert im Vergleich zu dem 10. Der JMC klang ja hin und wieder echt mal monoton. Aber hier in dem Part waren mehrere Stimmwechsel, generell so ein bisschen Geschwindigkeitswechsel, Betonungen verschiedene. Klingt einfach nice. Verdammt, sie gönnen uns den Hypnis. Sitze nicht in der Formel im Schreitisch. Für ihr aus Hits. Bier und Bleistift. Kaputt von Bleistift.
steh und fall mit Damon. Hier auch wieder. Johnny weiß aber auch, wie er mit seiner Stimme umgeht hier in dem Track. Das klingt cool. Mal ein bisschen höher, dann wieder ein bisschen tiefer. Ja, auch wieder. Das klang jetzt richtig gut wieder, diese kleine Flow-Passage. Der Beat passt auch richtig. Es ist einfach atmosphärisch as fuck. Auch hier diese Videolocation, die gefällt mir total. Die draußen finde ich ein bisschen unpassend hin und wieder. Aber die hier vor diesem riesigen Ventil, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, klingt einfach, sieht einfach cool aus. Punchline-Gewitter. Ruhe vor dem Sturm, danach werden Feinde umkreidet. Bei Sturm gewährleistet, mein Sturmgewehr schweigt. Mode zur Zeit ist sich wie in der Bundeswehrkreide. Alles Camouflage, aber Beine, wenn keine Hunde mal beißen. Play mal mit, weil sie diese Szene ficken. Twitter-Rapper, die wie Mädels sicken. Schickt euch bitte im Internet den Street, Mama markieren. Sie glauben, sie kennen die Street, weil sie mit Mamas hier was spazieren. Nice. KRB-Mode. Coming soon. Aber immer noch kein Datum. Immer noch kein Datum. Okay. Ja, was soll ich sagen? Also hat mir wirklich gefallen. Die Hook hat man ein bisschen wenig verstanden hin und wieder. Sie haben sehr oft neu angesetzt. Sehr viele Vocalspuren sind in der Hook vorhanden. Klingt aber grundsätzlich nice, flowmäßig. Beide sehr, sehr gut wieder. Damon ist sowieso flowmäßig übertrieben gut. Auch wenn am Anfang ein bisschen Verständlichkeitsprobleme da waren. Johnny kann besser mit seiner Stimme umgehen als sonst, finde ich. Hin und wieder mal tief, dann wieder hoch. Dann kam eine gute Flow-Passage. Johnny hat sich auf jeden Fall flowmäßig noch gesteigert. Hook ist nice, wie gesagt. Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Ich bin gehypt. Ich bin wirklich gehypt. Steht hier noch irgendwas? Amazon, Rauch, KRB-Mode. Kann man das ganze Album schon vorbestellen oder geht das noch nicht? Venom Pictures, Instrumental. Maddox hat auf jeden Fall auch gute Arbeit geleistet. Ich guck mal gleich, ob man schon das gesamte Album vorbestellen kann. Ich glaube aber nicht. Ja, okay Leute, wie hat euch der Track gefallen? Gerne mal in die Kommentare damit. Ich find's schön, mal wieder was von den beiden gehört zu haben. War auf jeden Fall cool. Ist ein gelungener erster Track, beziehungsweise eine gelungene erste Auskopplung. Kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Wie hat's euch gefallen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.